Ja, liebe Freunde und sehr geehrte Gäste, herzlich willkommen zu unserem Oktoberfest, das wir mit der Feier zu unserem 60-jährigen Jubiläum verbinden wollen. Bereits zu Beginn ihrer Arbeit vor 60 Jahren ging es darum, Menschen mit geistiger Behinderung in das Normalleben einzubinden, Kinder mit Handicap zu unterstützen, genauso aber auch die Angehörigen, die komplette. Ja, Patrick, bitte. Ja, liebe Sabine, lieber Herr Feier, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte natürlich die Glückwünsche des Magistrats, der Stadt Bundestag, Ihnen übermitteln und herzlichen Glückwunsch, alles Liebe und viel Sein. Liebe Patrick, vielen Dank. Auf das das ist. Für uns kann nichts anderes Lebenshilfe geben, zweites Zuhause. Ja, hallo, ich liege hier im Kreise unserer Förderer und unserer lieben Freunde, die immer an die Lebenshilfe denken. Ich darf hier die Annetrude Zieres euch vorstellen. Jedes Jahr hat die Annetrude eine finanzielle Unterstützung für uns. Dafür, liebe Annetrude, vielen, vielen Dank. Und ich weiß, diesmal hast du auch wieder was. Ein ganz großes Herz. Ebenso danke ich dir. Haken in Mono vom Autohaus in Mono, der uns heute auch eine sehr großzügige Spende mitgebracht hat. Dafür sehr herzlichen Dank. Und natürlich der Anita Kramholt. Die Anita spendet uns nicht immer nur, sie ist auch tatkräftig mit dabei. So ist sie beim heutigen Oktoberfest auch in der Küche eine der Musikseelen. Dafür, lieber Anita. Für auch die ganzen jahrelange Treue. Vielen Dank. Ich bin die Annetrude Zieres, bin aus Rüsselsheim. Mein Lieblingsort ist die Siedlung. Und ich bin sehr gerne bei Veranstaltungen von der Lebenshilfe. Ich unterstütze sie. Bitte heute zum Jubiläum mit 1000 Euro, die mein Mann durch Vogelhäuser und alle möglichen Holzarbeiten, der Erlös alles an die Lebenshilfe geht und auch an andere Behindertenvereine in Rüsselsheim. Kommt auch dadurch, dass ich selbst eine behinderte Tochter habe und weiß, wie man Leute, die eine Behinderung haben, Freude machen kann. Und auch Tätigkeiten, die sie dann auch ausüben können mit Material und so weiter. Ich heiße Hakan Inoglu, bin Rüsselsheimer Unternehmer. Wir sind heute eingeladen worden für das Lebenshilfe Rüsselsheim 60 Jahre alt, für ein soziales Projekt, was die Lebenshilfe in den 60 Jahren gemacht hat. Es ruht ab. Und wir sind seit 18 Jahren dabei, als Unterstützer der Rüsselsheim Lebenshilfe dabei. Ja, mein Name ist Anita Kaniut. Ich bin seit 30 Jahren Unternehmensberaterin in Rüsselsheim und berate Unternehmen im Bereich Finanz- und Rechnungswesen, amerikanisches Rechnungswesen, Steuern, Jahresabschlüsse. Und bin tätig gewesen in ganz Europa. Zurzeit bin ich jetzt nur noch hier in Rüsselsheim. Ich unterstütze die Lebenshilfe, weil Walter und Hanne mich da hingebracht haben. Und ich helfe
gerne bei den Veranstaltungen in der Küche und habe auch etwas Geld gespendet.